Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Vor 2 Tagen kam das letzte Event von Season 1 raus, La Pestis Bastion, wo wir alle, oder zumindest mal ich, gedacht habe, man müsste richtig cool gegen eine Festung kämpfen, was ja leider nicht der Fall ist. Checkt dafür auf jeden Fall mein anderes Video ab, was ich vor 2 Tagen hochgeladen habe, wenn ihr da den Fight sehen wollt. Darum soll es heute gar nicht gehen. Ich will einerseits einmal nachreichen, was ihr für Belohnungen bekommt. Da kann ich vielleicht gerade mal 2, 3 Clips einblenden. So, La Peste Schatulle. Jetzt sind wir doch mal gespannt, was gibt der La Pesto? 1.008er Stücke. Gibt der jedes Mal 1.008er Stücke? Das wäre krass. Dann gucken wir mal. Also, wir machen erstmal hier die auf. Geheimnisvolle Truhe. Gibt Mohn. Silber. 1.008er Münzen. Und jetzt hier, La Peste Schatulle. Seuchenfresser? Was ist das denn? Was ist das? Ein Feuerwerk? Ist das ein Feuerwerk? Hä, hat er gar nicht gemacht? Fehler. Hä? Fehler! La Peste Schatz, Schatulle Nr. 2. Schatulle. Faulige Winde! Let's go! Das Segelfarbending. Schatulle Nummer 3. Und La Pestis Kopf bekommen. Ah, für Kopfgeld, genau. Schatulle. Anpackers Hand. Okay. Außerdem soll wohl auch eine neue Blaupause verfügbar sein. Und zwar die Blaupause für La Fleu. Zumindest steht das hier. Wir haben über 20 Kämpfe gemacht gegen La Pestis Bastion. Und das mit 20 Leuten und niemand hat diesen Bauplan bekommen. Falls irgendjemand von euch diesen Bauplan irgendwo gefunden hat, dann lasst mich bitte in den Kommentaren wissen. Der Discord und auch ich und wir alle wollen wissen, wo es diesen Bauplan gibt. Also entweder ist er noch nicht im Game oder wir wissen aktuell nicht, wo es den gibt. Wenn ihr den gefunden habt, sehr, sehr gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben. Um jetzt mal zum eigentlichen Thema des Videos zu kommen. Und zwar muss ich leider... Ich bin ja einer der letzten Verfechter von Skull & Bones und einer der letzten... Leute, die das Game echt oft auch verteidigen. Aber schon mit Rodemann Golden hat es angefangen. Aber jetzt auch mit der Bastion, muss ich sagen, wurden keine guten Entscheidungen bei Ubisoft getroffen bezüglich dieses Fights. Also Rodemann Golden war schon viel, viel, viel zu schwer. Konnte man mit Randoms und vor allen Dingen alleine so gut wie gar nicht schaffen. Es war möglich, aber wirklich sehr, sehr schwierig. Und mit der Bastion jetzt ist es noch viel schwieriger geworden, beziehungsweise fast unmöglich. Es ist schon so, dass Bastion La Peste mit der Anzahl der Spieler skaliert. Das merkt man vor allen Dingen, wenn ihr mal den Wachturm angreift. Wenn ihr den Wachturm hier unten alleine angreift, dann braucht ihr da so ungefähr 10 Schüsse mit der Balliste. Sobald noch jemand dazukommt und mit angreift, verdoppelt sich die KP vom Wachturm und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann mit 5 Leuten dabei seid und 3 Leute machen keinen Schaden, müsst ihr 5-mal mehr Schaden austeilen, obwohl ihr dann alleine weniger Schaden machen müsstet. Das gleiche gilt auch für die Bastion von La Peste und macht, dass ihr mit mehreren Leuten es eigentlich viel schwieriger habt, als wenn ihr mit wenigen Leuten seid. Aber, das große Aber, das zählt nicht für den Schaden, den der Gegner austeilt, sondern nur für den Schaden, den er einsteckt. Bedeutet, wenn ihr mit vielen Leuten seid, ihr kennt das, dann verteilt sich der Damage, den der Gegner austeilt, auf viele verschiedene Leute. Habt dann aber auch genug Leute, um Damage auszuteilen auf den Gegner. Wenn ihr mit wenigen Leuten seid, dann müsst ihr zwar insgesamt weniger Schaden machen, aber die Konzentration vom Gegner auf euch ist natürlich auch viel höher. Das hatte ich schon ein paar Mal in den letzten Wochen und Monaten angesprochen, bei anderen Bossen wie Zamaribo und so weiter. Aber jetzt bei La Peste ist es ein sehr großes Problem, weil der halt unfassbar viel Schaden reinhaut. Also ich war wahrscheinlich mit Abstand der, der am meisten gestorben ist, im Stream, als wir La Peste gemacht haben. Ständig vom Gift und von den kleinen Booten getroffen worden, obwohl ich ganz weit weg stand. Also der macht richtig, richtig viel Schaden. Und wenn ihr dann nur zu 3, zu 4 oder zu 5 seid und dann vielleicht auch noch mit Randoms, die nicht so gut sind oder vielleicht nicht auf einem hohen Level sind und nicht starken Waffen haben, ist das schon sehr, sehr frustrierend. Und ich habe da teilweise Leute gehört und gesehen im Discord und auch in den YouTube-Kommentaren, die den teilweise 10, 15 Mal gemacht haben und nicht einmal geschafft haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, die Belohnung von La Peste ist eh nicht so geil. Man kriegt ein Feuerwerk und 2 Skins und eventuell einen Bauplan, wobei man sich die La Fleu ja auch einfach so kaufen kann. Aber, dickes Aber,
es ist ja ein neues Event, was man ja bespielen möchte. Und ich denke mir immer, den kleinen Lou von vor 15, von vor 20 Jahren, der noch keinen Zugriff zu Internet hatte, der kein Discord hatte, der vielleicht auch nicht bei irgendeinem Streamer wie mir am Start ist und dann hier versucht, alleine das Event zu bespielen und sich freut und nicht weiß, was es gibt und einfach Spaß haben will, schafft es einfach nicht, diesen Gegner zu besiegen. Und das finde ich wirklich, wirklich schade. Ich finde, auch bei einem MMO sollte es immer möglich sein, die Events und auch egal was solo zu schaffen und man nicht darauf gezwungen ist, mit mehreren Leuten spielen zu müssen. Ich meine, es ist ein MMO und wenn du ein MMO spielst, dann ist auch irgendwo die Voraussetzung, ey, du musst mit anderen Leuten zusammenspielen. Aber das andere MMO, was ich sehr viel gespielt habe und wo ich mich ein bisschen auskenne, ist Diablo 4 und dort gibt es überhaupt gar keinen Zwang, irgendwas mit vier Leuten zu machen. Du kannst alles auch alleine machen, indem du einfach genug farmst und immer stärker wirst und mit den verschiedenen Klassen sowieso die Möglichkeit hast, auf deinen Spielstil zu achten und es auch einfach zu schaffen, alles Mögliche in dem Spiel alleine zu machen. Und das hast du hier bei Skull & Bones leider gar nicht oder viel zu selten. Ganz oft bist du darauf angewiesen, dass du mit anderen Leuten zusammenspielst. Und das ist für mich als Streamer wahrscheinlich noch eher einfach und nicht so relevant, aber gerade für alle von euch da draußen, die vielleicht auch mal alleine abends spielen, die abends nach Hause kommen, jetzt nicht irgendwelche Kollegen haben, mit denen die sich treffen, sondern einfach zu Hause ein bisschen daddeln wollen und das Grundprinzip von Skull & Bones eigentlich ganz geil finden, können es eigentlich komplett vergessen, dieses Event, die Bastion, zu spielen. Jetzt habe ich viel erzählt, aber auch irgendwie nichts gesagt. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass ich die Events, so wie sie aktuell, gerade mit Rodoman, Godin, Zamaribe und jetzt auch mit der Bastion, wo sie meiner Meinung nach sogar den Vogel abgeschossen haben, einen falschen Weg einschlagen. Und das habe ich Ubisoft auch so gesagt, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ob die das irgendwie beherzigen, das ja, weiß ich nicht. Aber es ist schon sehr schade, vor allen Dingen auch mit Hinblick auf Season 2. Da muss richtig, richtig viel kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit Season 2, wenn dann die ersten Events wieder so laufen wie jetzt, dass man das A nur mit mehreren Leuten machen kann, es wieder darauf beschränkt ist, dass man nur Achtermünzen sammelt und man nur ein Boot und eine Waffe bekommt, glaube ich, wird Skull & Bones in Season 2 einen sehr, sehr, sehr schwierigen Weg vor sich haben. Sobald ich neue Informationen zu Season 2 bekomme, lasse ich euch das auf jeden Fall wissen. Lasst dafür auf jeden Fall ein Follow auf dem Kanal da. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen und schreibt mal sehr gerne eure Meinung unter den Kommentare. Ich weiß sowieso schon, zu 95% von euch seid frustriert, genauso wie ich auch. Auch wenn ich es natürlich geschafft habe, aber erinnert euch an mein Video von vor zwei Tagen. Da habe ich es auch zweimal versucht und zweimal nicht geschafft. Insgesamt waren das 35 Minuten, die dann da bei Flöten gehen. Du hast nichts dadurch gewonnen. Wirklich Spaß hat es auch nicht gemacht. Und ich finde auch, der Fight an sich ist nicht so spaßig. Das wäre nochmal ein anderes Thema, aber ja, schreibt mal da mal gerne eure Meinung unter den Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und haut rein.